Drei Tipps für dich, um morgens viel mehr Energie für den gesamten Tag zu gewinnen. Die sind sehr einfach und Tipp Nummer 1 ist, wenn du aufstehst, dann gehe sofort mit deinen Händen unter kaltes Wasser. Warum die Hände? Warum nicht erst das Gesicht? Weil die Hände im Endeffekt, wenn du sie kalt machst, den kompletten Körper in Wallung bringen. Es zirkuliert dann im Körper, weil der Körper denkt, was ist da los? Und dann nehme deine Hände und tu dir kaltes Wasser ins Gesicht. Kaltes Wasser, ich werde mir jetzt eine Kältekammer kaufen, ist für die Mitochondrien, für die Energielieferanten im Körper ein extremer Booster. Deine Energie wird nachhaltig gefördert, weil die Energiekraftstelle, die Mitochondrien, einfach geboostert werden. Das ist der erste Tipp. Nehme kaltes Wasser, kalte Dusche oder wenn du es dir einrichten kannst, versuch mal in eine Kältekammer zu gehen. Das ist was ganz, ganz anderes. Du wirst die Energie nachhaltig spüren. Das ist das Erste, was ich morgens mache. Ist manchmal nicht so angenehm, aber du bist auf jeden Fall wach. Der zweite Punkt ist, viele sagen ja, du musst dich bewegen. Ich habe sehr wenig Zeit für Bewegung und ich habe ein 5-Minuten-HIIT-Training. Es geht nur 5 Minuten. Danach bin ich zwar völlig im Eimer, kurze Zeit, aber die Energie danach steigt unglaublich an. Das heißt, kurze, schnelle Intervalle für maximale Muskelerschöpfung und dann das 5 Minuten, sodass du nicht mehr kannst. Warum ist das so wichtig? Weil wenn du in eine Atemschuld gehst, in eine Sauerstoffschuld, dann reagiert dein Körper. Dann schaltet er in den Flight-Modus, den Fight-and-Flight-Modus nennt man den. Das heißt, dein Cortisolspiegel, der morgens hochgefahren wird, wird, sage ich mal, runterreguliert, dein Stresslevel nimmt ab und dein Körper konzentriert sich dann auf das Wesentliche. Das ist auf jeden Fall die zweite Geschichte. Die dritte Geschichte ist, ich nehme immer die Kombination grüner Tee und Kaffee. Warum ist das so wichtig? L-Theanin und die Kombination mit den Polyphenolen aus dem Kaffee. Hier musst du gucken, welchen Kaffee nimmst du, weil die Qualität des Kaffees ist entscheidend hier. Diese Kombination mit einer Tasse Kaffee plus einer Tasse grüner Tee ist das Beste, was du morgens machen kannst. ECGC im Tee ist wirklich, wie soll ich sagen, ein unglaublich gutes Antioxidant. Nicht, dass du nur frischer durch den Tag kommst, du hast auch noch was für deinen oxidativen Stress getan. Das sind die drei Tipps für nachhaltige Energie für den Tag von mir.